Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Frontiers Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Wir sind gerade, erstmal Marco und Markus dabei. Moin. Und wir sind gerade jetzt hier zurück am Händler mit dem Drecher. Wir brauchen dringend Sprit. Ich habe schnell mal geschaut, der Drecher würde 12.000 Reparatur kosten, also Wartung. 12.000 Wartung. Das ist ein Brett, das ist eine Hausnummer. Das ist, wir haben uns kurz beraten, wir haben uns auch mit dem Chat mal kurz beraten hier im Livestream. Ja, die Hälfte sagt so, die andere Hälfte sagt so. Was wir jetzt machen ist, wir machen Kompromiss, wir reparieren das Schneidwerk, aber den Drecher nicht. Ich will den nicht warten. Jetzt verkeile ich mich hier drin, wetten. Nee. Die 12.000 sind es mir einfach nicht wert. Also, man sagt ja Ernteverlust hin oder her und so weiter und so fort. Aber, ja. Ich muss dazu sagen, Marc, das muss ich jetzt mal ehrlich loswerden. Und da sollte sich wirklich mal Gedanken drüber gemacht werden. Und zwar haben wir durch Freezes Ausbleiben heute No Front. Die Chance auf ein Windrad verloren. Also No Front, aber das ist jetzt das zweite Mal wegen einer Person die Chance auf das Windrad verloren, was ich echt nicht in Ordnung finde. Genau, und das ist auch der Grund, warum wir das heute zum letzten Mal machen. Aber warum denn nochmal? Das wäre jetzt mal so die Frage, warum nochmal? Ich meine, wir haben einmal ausgesetzt, wo ich im Urlaub. War ich im Urlaub? Nee, oder krank? Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Okay, ist so passiert. Füsi einmal nicht da gewesen, ist so passiert. Alles kein Thema. Aber jetzt ist das zweite Mal wegen Füsi. Es sind 4 Windräder, die hier auf 2 Leute verteilt sind, wo nicht wenig Geld fließt. Woche für Woche. Schwierig. Ja, schwierig. Absolut. Ich weiß auch, dass du mir da mit Sicherheit zustimmst und das ähnlich siehst. Oh Gott, jetzt hätte mich der Chat aber fast komplett verprügelt. Digga, muss ich los. Jetzt habe ich mich bei Marc aber mit richtig verquatscht. Tanken vergessen, Junge. Ich war schon wieder auf dem Weg zur Neuen. Ich wollte schon wieder rein ins Gemüse. Mit dem Schneidwerk, aber volle Sonne. Junge, da muss ich aber los. Der Chat hier. Tank, 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 tank. Eieieiei. Tut mir leid. Ey, Kühe. Entschuldigung, wollte ich schreien. Kühe, Kühe, Kühe. Es ist um 10. Kühe. Gott, was würden wir machen, wenn wir das Projekt nicht live machen würden? Marc, gönn uns mal ein paar Dollaris auf dem Konto. Oh, wow, 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 wow. Ja, schwierig. Ich weiß, Leute, schwierig. Und es geht dann um physisches Windrad. Nein, es geht darum, dass wir trotzdem... Es geht einzig und allein darum, dass wir trotzdem die Challenge machen für das Windrad. Da muss halt Physis Vertreter daran teilnehmen. Das ist ja alles okay, ist ja kein Thema. Man muss dazu sagen, hätten wir auch fast gemacht, ne? Ich hätte es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es nicht gemacht wurde. Ja, wir hätten es fast gemacht. Warum wurde es jetzt nicht gemacht? Letztendlich ist einzig und allein, dass dann auch die Vorbereitungszeit fehlt, weil die Entscheidung zu spät kam. Ja. Deswegen hat Dominik ja auch gesagt, dass wir das nächste Mal darauf keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, ja, ja. Gut. Okay. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, natürlich bekommt er das Geld. Das ist ja das Ding. Man hat das Windrad 2 Wochen. Und danach den 2 Wochen ist Challenge Time. Gewinnt man die Challenge, kriegt man noch ein Windrad. Verliert man die Challenge und man hat Glück, behält man sein Windrad trotzdem, weil man jemand anderen das Windrad weggenommen wird. Aber die Chance ist eben nur bei 25% zu gewinnen, weil man eben zu viert ist. So, und wenn es um 25% nur Gewinnchance ist, für die anderen haben halt auch 25% und man kassiert halt einfach eine dritte Woche Kohle. Kühe sind gerade eben gemacht worden, alles gut. Man kassiert halt Geld, was eigentlich so nicht rechtens ist.
wo man eigentlich für eine Challenge absolvieren müsste. Es ist okay, es ist einmal gemacht worden. Ich fände es jetzt auch okay, wenn Milo wegbleibt, wenn man dann sagt, okay, oder wenn Keule wegbleibt, wenn man sagt, okay, finde ich alles legit. Dann war halt jeder mal dran. Aber, naja. So, jetzt aber. Vor allen Dingen, wenn man, sage ich mal, sowieso für seine Vergehen ja nie bestraft wurde. Das muss man da auch dazu sagen. Wenn man sowieso schon ein paar Dinger hinter sich hat und eigentlich nie eine Strafe gekriegt hat, sondern einfach nur das Geld zurückzahlen musste. Eine Strafe fürs Nicht-Dasein? Nein, also das nicht, auf keinen Fall. Ach so, das Geld nicht bitte? Nein, 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 da gebe ich Egon recht. Eine Strafe fürs Nicht-Dasein ist Quatsch. Das ist Käse, aber es sollte trotzdem die Challenge stattfinden. Das wollte ich damit sagen. Die Kohle nicht auszahlen ist auch Quatsch. Ist ja Käse. Sein Team ist ja trotzdem da. Sind ja trotzdem jemand anders dafür da. Ja. Naja, müssen wir mal schauen. Svinda hat Geld aufteilen. Es ist alles ungerecht. Also, es ist alles Käse. Es gibt keine Alternative dafür. Die Alternative wäre, eine Windrad-Challenge zu machen. Fertig. So, wurde jetzt entschieden, machen wir nächste Woche. Also, nächste Woche. Ganz einfach. So. Kevin, Couscous. Was wird morgen trainiert, Kevin? Bevor du gehst, was wird morgen trainiert? Niemand bekommt Geld fürs Windrad, dann bestrafst du aber auch jemanden. Das ist ja auch irgendwie Käse, finde ich. In der Woche. Ja, das könnte man tatsächlich aber auch machen, dass in der Woche dann einfach keine Gelder ausgeschüttet werden. Ich meine, 2 von 4 tritt halt dann auf denjenigen, der nicht da ist, ne? Ja. Oder derjenige kriegt das Geld dann auch in der Woche nicht, oder ich weiß es nicht. Ihr könntet noch Stroh drüben sammeln. Der Dünger könnte die erste Bahn ziehen und somit könnte angesehen werden. Ach. Stroh bist du jetzt drin, ne? Würde ich jetzt sagen. Dass man jetzt... Ja. Drüben Strohdünger, Marc, der Waldrausch ist ready. Ja, ich steck schon drin. Ich muss sagen, für Hafer haben wir tatsächlich relativ niedrige Ernte. Warum ich nicht mit Lenkrad spiele, ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich fühle es bei Frontiers nicht. Ich spiele noch mit Lenkrad nach wie vor. Bei True Farming zum Beispiel und alles, aber ich fühle es bei Frontiers einfach nicht. Ich bin bei Frontiers, ist man so immer so im, keine Ahnung, so im Stress und so. Man muss immer kloppen, 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 kloppen. Ich finde, bei dem Windrad gibt es aber noch einen ganz anderen Faktor, der für mich persönlich viel entscheidender ist als die Kohle, die da ausgezahlt wird. Weil sowohl Windrad-Challenge als auch Airdrops sind ja Events, die das Projekt irgendwie ein bisschen anfeuern, spannender machen, ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, und wenn du das in der Woche nicht hast, das finde ich halt sehr schade. Ja. Das stimmt auch. Das stimmt, das stimmt. Das ist auch schade, ja. Meine Frage am Rande, gibt es eigentlich schon mal irgendwie neue Überlegungen, hier Meet and Beat nochmal zu wiederholen? Ja,
Tatsächlich ja. Oh ja. Also das ist auf jeden Fall Programm. Ist ein bisschen schwierig mit dem Challenge-Gegner. Haut sich keiner. Naja, wir müssen mal ein bisschen in uns gehen und mal überlegen, wen wir da nehmen. Ne? Oder fragen. Nicht wen wir nehmen, wen wir fragen. Das ist tatsächlich schon ein interessanter Aspekt. Weil damit steht und fällt ja alles. Könntest ja zur Not auch gegen mehrere gleichzeitig antreten. Ich will aber nicht immer vor den Sack kriegen. Also ich meine jetzt nicht, dass jedes Spiel drei gegen die spielen zum Beispiel, sondern dass die dann mal jeweils für das nächste Spiel einen entsenden können oder so. Ach so, Ich hätte so an Loelo gedacht. Oder vielleicht, ja, man könnte Jan von Twitch Farming könnte man fragen. Klar. Ich habe eine Idee mit eurem Windrad. Vielleicht wäre das ein guter Kompromiss, hat gerade einer geschrieben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wenn nächste Woche eine Windrad-Challenge ist und ein anderer gewinnt, dann muss er Freezy das wegnehmen? Nein. Dann entscheidet er, ob er Manu oder Physis nimmt, was anders geht ja nicht. Und bekommt dann von demjenigen das Geld direkt. Also das Geld schon. Nicht erst nach einer Woche, sondern das Geld halt. Für das eine Windrad, die 15.000. Also doppelt Geld in der Woche sozusagen. Nein, kein Doppeltgeld. Dann wird quasi einfach nur das Geld, was eigentlich wird nur anders verteilt. Es wird nicht mehr Geld ausgeschüttet, es wird nur anders verteilt. Und zwar an denjenigen, der eigentlich auch in der Woche das Windrad gewonnen hätte. Oder man sagt halt, man korrigiert das jetzt. Freezy und Manu kriegen jeweils nur für ein Windrad Geld ausgezahlt. Und wenn nächste Woche einer gewinnt, derjenige kriegt quasi von dem Windrad das Geld und der andere kriegt dann auch noch sein Restgeld. Aber einfacher wäre es wahrscheinlich, wenn derjenige, dem es weggenommen wird, einfach noch quasi den, also quasi die 15.000 sind das ja, glaube ich, ne? 15.000 fürs eine Windrad. Ja, dem quasi auszahlt. Und da hat er immer noch Gewinn gemacht, ne? Das darfst du nicht vergessen. Weil wie viel kriegst du für zwei? 40. So, und das heißt, er hat immer noch 25 gekriegt, obwohl er eigentlich nur 15 gekriegt hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also quasi derjenige, der nächste Woche gewinnt und ein Windrad wählt, vielleicht ist es ja auch Manu, der gewinnt, dann nimmt er Physis Windrad, dann muss Physi ihm halt noch einen Ausgleich teilen von 15.000 für ein Windrad. Oder ist jetzt völlig egal, derjenige, dem das Windrad weggenommen hat, der muss 15.000 an denjenigen zahlen, der es bekommt. Weil eigentlich, wenn die, nur mal angenommen, ich gewinne nächste Woche das Windrad, dann kriege ich ja nächste Woche keine 15.000, sondern erst eine Woche später, ne? Das stimmt. Und das meine ich, da ist ja der Hund begraben. Aber wir verschwenden sehr viel Zeit mit der Ernte jetzt, ey. Fast schon zweiter Drecherlohn. Soll ich den Hafer schon mal reinschmeißen? Eine Frage, warum ist keine Seemaschine unterwegs? Ich habe gerade den Traktor aus dem Weg gefahren hier. Kühe? Ist da drüben gedüngt? Kühe um 11, ja. Stopp, Marc. Hier drüben ist gedüngt. Ja? Ja. Hier habe ich gerade eine Spur gezogen extra. Ah, okay. Kannst du ja mal vorschlagen, Marc, ob das eine Idee wäre? Ja, 12. Dann muss Manu 15k bezahlen, obwohl er nichts dafür kann. Nein, ihr versteht es nicht. Terrorgrüme Keks, folgendes. Heute, also nicht heute, diese Woche wäre die Windrad-Challenge gewesen, am Dienstag.
Manu kriegt genauso eine Woche Geld geschenkt wie Physi. Das heißt nicht, er kann nichts dafür. Im Zweifel wäre diese Woche ein Windrad von ihm weg gewesen. Er kriegt genauso für eine Woche Geld geschenkt. Versteht ihr das? Er hat das Risiko vor allem auch nicht zu verlieren, ne? Richtig. Er hat das Risiko nicht zu verlieren und er kriegt für eine Woche Geld. Kühe wieder? Kann das sein? Um 12, okay. Naja, also der Witz ist, einer von beiden hätte definitiv heute ein Windrad verloren. Ja, das ist Fakt. So, und das passiert halt heute nicht. Das ist das, was quasi nicht in Ordnung ist. Was nicht gegenwärtig ist, genau. Und deswegen wäre es fair, dass derjenige, der es nächste Woche verliert, gleich die 15.000 an denjenigen auszahlt, der es gewinnt. Und dann hat er immer noch 25.000 gekriegt, weil die haben ja 40.000 jeweils gekriegt, ne? Von dem Geld, was er nächste Woche bekommt. Ja. Ah ja, aber wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, keine Regeln zu schaffen oder Sonderlocken, wo es eigentlich keine braucht. Und wir werden das ja nicht mehr machen. Also, ja. Wenn es jetzt nicht irgendwie einen triftigen Grund gibt, Windrad ausfallen zu lassen, dann werden wir es auch nicht mehr ausfallen lassen. Ja. Ganz einfach. Gut. Ja, ich sag mal so, da kann man sich jetzt auch am Ende tot drüber diskutieren. Dann, wie gesagt, wenn es jetzt ist, ist es auch okay. Dann ist es so und gut ist. Auch kein Problem. Ich will jetzt auch nicht entscheiden müssen, ob Freezy einen triftigen Grund hat, warum er heute nicht da ist oder nicht. Also, weißt du, das ist ja auch irgendwo, geht mich irgendwo auch nichts an. Bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ja, sicher, hast du auch recht, ohne Frage. Da kann ja einen guten Grund haben, weiß ich ja nicht. Kann schon sein. Nur, das Projekt hat halt 4 Teilnehmer und nicht einen. Deswegen. Oh, dieser Drecher, ey, der ist aber auch. Langsam, oder was? Schwierig. So, wir ernten dann gleich Feld. Feld. Zapzerab. 17. Zapzerab. 19 können wir dann auch noch kaufen, gut. Achso, oh, was? 21, 19, 20, 21. Ach du Scheiße. Was, 19? Ja, einiges. Ich sehe jetzt zu, dass ich nach dieser Bahn erstmal das Waldstück fertig mache da oben. Ja, dass wir das gleich wieder veräußern können. Ja. Das nächste da müssen wir auch, glaube ich, noch drüber striegeln. Yep. Ja, müssen wir. Da werden wir. Ja, doch, müssen wir. Ja, das ist ein Riesenfeld hier. Das ist halt leider nicht zu ändern. Eine Rüttelplatte hast du dir gekauft. Für die 3 Quadratmeter. Junge, weißt du, was die schon, weißt du, was die schon weggeballert hat? Ja, das glaube ich. Also, aber ich habe die Diskussion auch jedes Mal, wenn ein neues Projekt irgendwie ansteht, dann ich sage, hey, braucht man dies noch und das noch? Ich fahre noch meinen Baumarkt, dann geht die Diskussion immer los. Jedes Mal nutzt du das als Ausrede, um dir Werkzeug zu kaufen. Natürlich, verdammt nochmal. Immer diese sinnlosen Unterstellungen, die stimmen. Ja. Also ich habe damals eine Rüttelplatte gekauft, ich habe mir überlegt. Ich habe geguckt, was kostet mich eine Rüttelplatte im Ausleihen. Ja, genau. 40 Euro der Tag. So. Das war noch günstig. Ja, 40, eine kleine, ne? 40 Euro der Tag, da musst du hinfahren, musst sie holen. Da musst du die zurückfahren, da musst du die ja immer tanken, klar, logisch. So, dann hast du halt die Zeit, dann muss die aber auch da sein, wenn du die brauchst. So, dann brauchst du, dann ist aber das Ding, dann musst du was rütteln, dann musst du vielleicht das wieder was auffüllen, das dauert halt. Dann musst du wieder was rütteln und verdichten, dann musst du wieder erst weiter auffüllen. Weißt du, wie ich meine? Oder es fehlt irgendwie Material und du musst nochmal los. Und dann geht das über Tage oder Wochen. Nicht ein Tag, sondern 2 Tage, genau. Und da habe ich geguckt, was kostet die? Und die hat gekostet, neu,
650 Euro. Das ist schon happig. Und da habe ich gesagt, nee, die leihe ich mir 10-mal aus. Da habe ich schon 400 Euro bezahlt. Da bin ich 10-mal hin, 10-mal zurückgefahren. Und die brauche ich ja definitiv. Ich meine, wir haben den ganzen Außenbereich, ne, und alles. Und ich habe die immer da, wenn ich die brauche, habe ich gekauft. Scheiß drauf. Habe ich gesagt, nö, Manus, holst dir eine Rüttelplatte. Und ganz wichtig, erzählst niemand im Dorf davon. Ja, da habe ich tatsächlich Glück, dass ich mir einen Nachbarn, wo ich mir viel ausleihen kann. Das ist auch gut. Und wie gesagt, also ich habe die, also die hat sich schon dreimal bezahlt gemacht. Und das Geile ist ja, wenn du die nicht mehr brauchst, ey, die setzt du halt einfach für 450 wieder rein und gut ist. Das ist tatsächlich. So, und die 650 Euro, die ich damals für die Rüttelplatte bezahlt habe, für die bekommst du die ja gar nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Das kann jetzt sein, ich krieg die sogar für 600, würde ich die wieder verkauft kriegen, weißt du? Ich habe damals einen Betonmischer, habe ich mir auch gekauft. Habe ich aber einen gebrauchten mir gekauft. Den habe ich damals gekauft für 100 Euro. Der war gebraucht, tipptopp in Ordnung. Ja. Kauf mal für 100 Euro einen Betonmischer. Keine Chance, das Ding ist durch. Da war ich vorgestern auch mal überlegen. Da habe ich mit der Bohrmaschine Putz angerührt, ne? Eimer nach Eimer. Oh, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Mit der Bohrmaschine? Also was für ein Putz? Erst Reparaturmörtel und dann ganz normalen Mineralputz. So. Keine Riesenmengen, aber... Ja. Ist aber, weiß ich nicht, ob das was für ein Mischer ist. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ich das im Mischer... Also da bist du, glaube ich, mit einem Eimer und großer... Also und ich habe mir jetzt so ein richtiges Rührwerk gekauft, ne? Ja gut, das gibt's ja auch noch. Ja, also ich habe so ein richtiges Rührwerk... Ey, du, das kostet 60 Euro. Das holst du dir von... Habe ich super gute Erfahrung. Wie heißt diese Billigwerkzeugmarke? Na, jetzt kommt's. Rot. Rot ist das. Rot. Einhell. Einhell. Der habe ich mir von... Da habe ich mir von Einhell habe ich mir so ein Rührwerk gekauft. Ey, für uns Hobbyheimwerker. Für das, was du mal anrührst im Jahr. Weißt du wie? Und das Ding marschiert durch. Das kannst du mit keiner Bohrmaschine vergleichen. Das nee, Ding, das stimmt. Das Ding, das knallt volles Rohr durch und fertig. Ich habe mir von Einhell so ein Ding gekauft, 60 Euro. Funktioniert seit Jahren, habe ich alles, was ich bis jetzt anrühren musste, angerührt. Easy peasy, lemon squeezy. Überhaupt kein Thema. Kann ich dir nur empfehlen. Also da, das Geld gibst du nicht falsch aus. Kann man auch einen Mischer machen, klar. Aber Mischer ist natürlich auch immer, ne, also ich habe viele Mischer gemacht. Also mein Mischer hat sich auch mehr als bezahlt gemacht. Aber dieses so ein Einhell-Rührwerk, perfekt. Absolut perfekt. Besser geht nicht. Ja, kannst du auch mal Glück und Pech haben mit so günstigen Werkzeug, ne? Einhell? Also ich habe viel von Einhell tatsächlich. Also Schleifgeräte, Exzender und sowas. Aber und ich sag dir, wie es ist. Ich war Parkzeit relativ begeistert erst. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, nee. Also Einhell ist, habe ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe halt alles von Makita, ne? Makita finde ich auch gar nicht mal so geil. Das habe ich mit einer großen Winkelschleife, 125er. Makita? Boah, Makita ist Legende. Für einen Heimwerker ist, also für einen Heimwerker, Beste. Ja, obwohl Makita auch nicht mehr Makita ist. Ach kommt, Leute. Also ich habe von Makita... Für den Privatgebrauch, ja. Gottes Willen, da sage ich gar nichts. Aber also, ja, das ist es halt immer, ne? Dann ist Makita auch schlechter geworden. Also pass auf, ich habe ein Haus, mein Elternhaus damals komplett saniert in Eigenregie. Aber wirklich komplett, von oben bis unten. Ich habe ein neues Haus gebaut. Ich habe noch niemals eine Makita-Maschine weggeschmissen, weil sie kaputt war. Ich habe 4 Akkuschrauber von Makita. Ich habe einen Akkurasenmäher von Makita. Ich habe einen... Staubsauger von Makita, also ein Industriesauger. Ich habe diesen Akkuschleifer, also diesen Exzenderschleifer. Mhm. Ich habe eine Akkuflex. Ich habe eine Schlagbohrmaschine als Strom halt von Makita. Ach, und was weiß ich nicht alles. Also noch nie was kaputt. Und die haben 2 Häuser durchgemacht. Also ich kann wirklich, also, ich weiß, also dass... Ich habe einen Akkuschrauber schon platt gemacht. Also ich weiß, dass viele auch Dewalt schreiben. Ich unterschreibe das sofort. Dewalt ist glaube ich, auch ziemlich gut, ja. Dewalt ist auch super, ohne Frage.
Aber Makita Radio habe ich auch noch, genau. Festool, andere Preisklasse, muss man ganz klar sagen. Festool, viel teurer. Also man kann immer gleich, ich kann auch sagen, wird, ja, da zahle ich für einen Akkuschrauber 1000 Euro. Ne? Also Leute, man muss die Kirche im Dorf lassen. Es geht um den Heimwerker für den Heimgebrauch zu Hause. Und ich habe letztens noch einen Akkuschrauber gekauft von Makita und ich habe 5 Akkus insgesamt. Das heißt, ich kaufe immer nur Solo-Geräte. Ich habe 65 Euro für einen 18 Volt Makita Akkuschrauber bei Amazon bezahlt. Und da braucht mir niemand was erzählen mit irgendwelchen anderen Sachen. Das ist Preis-Leistung einfach Bombe. Festool, top. Alle anderen Marken sind auch alle Bombe, ohne Frage. Aber das mit dem Preis ist halt einfach das. Bosch Blau genauso geil. Ne? Ohne Frage. Oder hier also das Gelbe. Klar, wie heißt das Gelbe? Milwaukee auch geil. Den Makita Schrauber, den ich platt gemacht habe, habe ich auch auf der Arbeit platt gemacht. Ja. Und mein guter Kumpel von mir, der ist Tischler und Zimmermannsmeister. Der hat in der Firma nur Makita und der arbeitet jeden Tag damit. Der hat auch schon mal einen Akku platt gemacht oder einen Schrauber oder was auch immer. Aber, also, ach, mit Makita kannst du nicht mehr kaufen. So eine Kommentare ist doch Schwachsinn. Also mal ganz. Und Makita, teuer, ey Leute. Ganz ehrlich. Was habt ihr schon gebaut mit Makita-Schraubern? Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Egal. So, wir sind fertig. Schönen Tag noch. Leute, lasst euch nicht triggern von der Werkzeugdiskussion. Ich weiß, das ist wie Fett, Glas und John Deere und so. Ganz, ganz schlimm. Gut, in diesem Sinne, Kuss auf die Nuss. Lasst euch nach. Ciao, ciao.